Hallo Oma, in diesem Video werde ich dir erklären, wie man deine neue Kaffeemaschine benutzt. Zuerst musst du den Stecker der Kaffeemaschine einstecken. Dann musst du die Kaffeemaschine anmachen. Der An-Knopf ist hier. Drücke den Knopf einmal. Jetzt leuchtet der Knopf, was bedeutet, dass die Maschine an ist. Im nächsten Schritt füllst du die Kaffeemaschine mit Wasser. Hier kannst du den Wassertank sehen. Nimm den Wassertank heraus und füll ihn mit kaltem Wasser. Jetzt setzt du ihn wieder ein, so wie ich, und achte darauf, dass er auch wirklich fest sitzt. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist eine Kaffeekapsel. Die Kaffeekapseln findest du hier. Nimm dir eine Kapsel heraus, halte sie so wie ich und setz sie dann hier ein. Jetzt schließt du den Deckel und kontrollierst noch einmal, ob er auch wirklich fest zu ist. Jetzt brauchst du eine Kaffeetasse. Falls die Tasse zu groß ist, kannst du das hier auch wegnehmen und die Tasse auf den Küchentisch stellen. Wenn du eine kleine Tasse Kaffee möchtest, drückst du diesen Knopf. Wenn du eine große Tasse Kaffee möchtest, drückst du diesen Knopf. Ich würde ja eine große Tasse Kaffee machen. Ich weiß ja, wie sehr du Kaffee liebst, Oma. Also drück den Knopf, der dir eine große Tasse Kaffee macht. Wenn du den Knopf drückst, fängt die Maschine sofort an, dir einen Kaffee zu machen. So, jetzt macht dir die Kaffeemaschine eine große Tasse Kaffee. Jetzt ist der Kaffee fertig. Vergiss aber nicht, die Kaffeemaschine wieder auszumachen. Dazu drückst du den An-Aus-Knopf 4. Genieß deinen Kaffee, Oma.